Er ist der meistgefragteste Mann zurzeit überhaupt. Er ist der Chef der Schwarzwaldklinik, Klaus-Jürgen Wusso. Servus, guten Abend. Wir machen jetzt so eine Mischung aus Talk und Kochen. Also wenn die Männer so in der Küche beieinander sind, dann reden die auch gerne ein bisschen. Und wir reden ein bisschen so über das, was sie im Moment bewegt. Das ist ja einiges. Kochen aber gleichzeitig Königsberger Klopse. Das ist ein Rezept, das Sie uns angeboten haben. Was hat es mit den Königsberger Klopsen auf sich? Weil es dieses Königsberg leider für uns nicht mehr geht. Ja. Und ich finde ganz richtig, wenn die Klopse einmal hier ein bisschen mehr durchgesetzt werden. Gut. Hände waschen. So, Hände waschen. Aber Gummihandschuhe muss ich nicht anziehen. Nein, gibt's nicht. So. Operationshandschuhe? Ja. So, also Sie sind der Chef, ich bin der Assistenzarzt. Wir wollen nicht nur von der Schwarzwaldklinik reden, aber im Moment redet ja mit Ihnen überhaupt nur jeder über Schwarzwaldklinik, oder? Na, ich rede mit manchen jetzt nicht mehr über die Schwarzwaldklinik. Ah ja, also Ärger gibt's natürlich auch. Wenn man so im Mittelpunkt steht, dann gibt's alles Mögliche, was man schreibt und liest und nicht immer ist es richtig. Und nee, schon gar nicht, immer. Richtig. Und es kommt der Zeitpunkt wahrscheinlich, wo man sich darum gar nicht mehr kümmert und den lieben Leuten sagt, also jetzt reden wir überhaupt nicht mehr, einige Monate. Und das ist dann ganz angenehm. Er hat das ganz klug gemacht, er hat ein Buch geschrieben, wer was jemand wissen will, das kann man im Buch nachlesen. Da braucht man sich nicht mehr mit Journalisten drum zu ärgern. Zwiebeln. Zwiebeln, Zwiebeln, aha, Tupfer, so. Wollen wir die Zwiebeln nehmen oder die Zwiebeln? Nehmen wir die. Ja, die nur damit die Hausfrau zu Hause Bescheid weiß. Man braucht also eingeweichte Semmeln. Na, man braucht vor allem Fleisch. Fleisch, alles klar. Er bleibt bei dem. Eigentlich wollten wir ja Leber machen mit Nierchen in Blutsoße, aber wir haben es nicht getraut. Das dauert zu lange. Dauert zu lange. Also gut, dann machen wir jetzt hier. Das ist also mehr so wie die bayerischen Fleischpflanzerl. Ja, das ist so. Jetzt kriegen wir Salz und Pfeffer. Darf ich ein bisschen so dazugeben? Ja, nach Laune. Na, das ist zu viel, um Gottes Willen. Aber Gott sei Dank überlebt der Patient in diesem Fall, ja? Und Pfeffer? Pfeffer. So. Ja, da, oh Gottes Willen. Scharf, scharf muss es sein, das hat keinen Wert. Ich darf zwischendurch fragen oder ja, muss ich mich konzentrieren? Nein, nein. Ich meine, wenn man jetzt tatsächlich plötzlich in so eine Rolle hineingerät, ja auch als Mensch, plötzlich schreiben Ihnen Menschen, die Wehwehchen haben, plötzlich schreiben Ihnen Ärzte, die Sie teilweise mehr oder weniger als Kollege um Rat fragen. Wie berührt einen das als Mensch? Also die positiven Dinge sind immer sehr gut und die negativen, die lesen wir dann lieber gar nicht. So ist es. Aber wenn also jetzt, was passiert ist zum Beispiel, dass ein Mädchen Ihnen schreibt, ich habe also ein Problem medizinischer Art, wir wollen jetzt hier nicht ins Gynäkologische gehen, aber ist Ihnen das jetzt als Schauspieler unheimlich, dass Sie plötzlich mit einer Rolle so identifiziert werden? Na, also so viel werde ich gar nicht gefragt, besonders nicht von Mädchen in solchen Dingen. Aha, gut, dann bin ich ja beruhigt. Aber ich meine, von Kollegen, es gibt Medizinstudenten, die sagen, also wenn ich mir das angucke im Fernsehen, so sieht es gar nicht aus in unseren Kliniken, kann da der Versuch passieren, dass man sagt, Mensch, Sie sind nun als Chefarzt in Deutschland anerkannt. Helfen Sie uns ein bisschen. Ist das schon mal passiert? Ja, es war neulich eine Demonstration im Glottertal. Medizinstudenten wollen, glaube ich, irgendeine neue Novelle nicht. Und da habe ich mir schreiben lassen, warum sie denn eigentlich protestieren. Jetzt weiß ich es mittlerweile und möchte denen gerne helfen. Also sind Sie schon auf einmal plötzlich auf Probleme aufmerksam geworden, die Sie vorher nicht so interessiert ja, haben? Ja. Ich muss mal wieder zum Kochen kommen. Das sind jetzt die Klopse im Wesentlichen schon fertig. Kapern und das kommt alles in Nein, die Soße rein. In die Soße. In die Soße. Das brauchen wir nicht mehr. Aha. Und dann so. Ist Fleischbällchen geformt. Beide? Darf ich mit, ja? Ja. Ich meine, wenn man jetzt zum Beispiel auch so mit ein bisschen unsauber, nicht? Ist egal, also es ist also gut, ja nicht antiseptisch heute hier. Und ein bisschen formen hier. Oh, da ist man natürlich formen. Macht Spaß, macht mal Spaß, ja. Nee. Sag mal, die Medizin, macht Ihnen das auch Spaß? Ich meine, wenn man Sie so am Operationstisch sieht, ich meine, das wird ja ungeheuer echt. Werden Sie auch in Situationen gebracht, zum Beispiel, dass Sie Blut sehen müssen? Also wenn es auch kein richtiges ist, Filmblut? Natürlich. Und das machen Sie alles so ohne Probleme? Ja, natürlich, das ist ja angenehm sogar. Ehrlich? Natürlich, ja? Weil es ja kein richtiges Blut ist. Ja, das weiß man natürlich. Könnten Sie sich vorstellen, echter Arzt zu sein? Ja. Jetzt nach der Serie oder schon immer? Jetzt ist es ein bisschen zu spät. Wahrscheinlich, ja. Na, aber die andere Schwester hat es ja noch geschafft. Also die. Welche Schwester? Ja, die jetzt Frau Doktor, früher Schwester. Ach so, naja, na, ich dachte so im Ernst. Oh, aber ich muss sagen, neulich, noch mal anfangen. Ich habe neulich gelitten mit ihm. Also wie er da über den Zaun geklettert ist mit der zerrissenen Hose und dann stand er da. Und ich wusste genau, in dem Moment, wo er wegfährt, kommt er oben runter mit dem Aufzug. Sie haben es ja auch gewusst in Wirklichkeit. Die träumen dann auch. Ja, das ist schon manchmal schwierig. Und er wohnt ja auch sehr hübsch, muss ich sagen. Können Sie sich vorstellen, auch privat so zu leben oder wäre Ihnen das ein bisschen? Oh ja, das ist natürlich ein süßes Haus. Ja. Ja, ich würde allen raten, doch mal hinzukommen. Und da fahren auch schon einige hin. Kann man jetzt schon mal reinschmeißen? Na, es ist noch ein bisschen früh, wieso? Aber schmeißen wir das einfach rein. Schmeißen wir einfach rein. Und zwar mit einem was, die Kapern kommen auch in die Soße. Na, später. Die haben nichts damit also zu tun. Also wiederholen noch mal für die Hausfrau. Haben Fleisch, die Zwiebeln. Fleisch, Zwiebeln, gut vermengen. Pfeffer, Salz, Semmel, Ei, gut vermengen, besser als jetzt. Jawohl, jetzt ist gut vermengt. Also gut. Das ist ein kleiner Klops, ein Kläpschen. Da ist der Klops ein Kläpschen? Namen gibt es nicht mehr. So,
Hauen wir alles hier rein. Ja. Wir können das jetzt nicht fertig kochen. Ganz kurz zur Soße noch. Wieder Hände waschen. Ja, wieder Hände waschen. Und Soße kommt Butter in die Pfanne. Jawohl. Hier kommt zur Anästhesie. Jetzt hier. Ja. Hier, Butter in die Pfanne. Nehmen wir eine neue Pfanne. Butter ist schon drin. Nehmen wir die. Also. Wir sparen beim Fernsehen. Gut. Das ist wie eine Medizin. So. Aber mit Ihnen ist gut arbeiten, muss ich sagen. Ja, also wenn man das hoffe mal so. Und mit den Assistenzärzten gute Assistent sind Sie. Oh, neulich habe ich so gelitten mit dem einen Arzt, mit der Junge, mit dem Krupphusten. Ich muss da rausgehen. Das ist zum ersten Mal, dass ich im Fernsehen. Also, das ist, passiert mir nicht mal bei Dallas. Das, ist, das heißt, Sie sind nur an dem Tag rausgegangen? Nein. Also. Nur an dem Tag, weil da konnte ich nicht mehr aushalten. Aber sonst sind Sie mal drin und schauen zu. Aber als Sie sich ins Auto gesetzt haben, wusste ich, jetzt wird er gerettet. Also, das war meine einzige Hoffnung. Ja, wenn ich komme, dann ist dieser. Kapern, die Sardellen mag ich nicht, aber die kommen. Die Sardellen müssten eigentlich auch noch da rein, die haben wir vergessen. Okay, die gibt die Hausfrau nachher ins Wasser und dann hat man den Sardellen geschmort. Wunderbar. So. Jetzt Kapern in die Soße? Kapern in die Soße? Nein, noch nicht. Jetzt muss die Butter schmelzen. Jetzt muss die Butter schmelzen, dann kommt ein wir können das jetzt nicht machen. Ein Löffel. Wo ist ein Löffel? Löffel. Gibt's keinen? Hier ist ein Buch hier. So ein Zufall. In der Küchenschublade ist ein Buch. Aber kein Löffel. Oh, jetzt geht's dahin. Abwaschen. Oh, was jetzt? So, jetzt. Zweites klinisches Semester. Also, jetzt haut er rein. Mehl hinein. Wenn man wissen möchte, ob die Klöpse fertig sind, was macht man? Man sticht sie an. Man nimmt Arzt, oder nimmt einen raus. Und macht die medizinische Methode. Was darf ich denn einfach immer so gehorcht und so? Das ist sehr gut. Okay. Ausrüstung so. Oh. Okay, lebt doch. So, also dieses Ding, es geht jetzt nicht. Okay, geht nicht. Das muss schmelzen. Das ist eine Mehlschwitze. Das macht bei mir immer Klumpen, bei Ihnen nicht. Bei mir nie. Warum nicht? Weil ich ein anderes Mehl habe. Ich sage aber nicht, von welcher Firma. Gut. Das Gute aus dem Glottertal. So. Dann wird. Okay. Dann wird etwas? Das aufgegossen. Ja. Und dann dickt es. Dann dickt ohne Klümpchen. Ja. Dann kann man sie benutzen später, wenn alles fertig ist. Und wir haben das Ganze jetzt fertiggestellt. Wir haben ein bisschen gemogelt. Wir haben das also optisch jetzt ideal. Vielleicht Sie die Klopse, ich die Soße? Nein, umgekehrt. Umgekehrt, gut. Als Assistenzarzt darf man nicht widersprechen. Gut. Bitte schön. So, das sieht nun sehr ungefähr so aus. Apart aus eigentlich und sieht gut aus. Und ich muss Ihnen, also bevor wir jetzt servieren, muss ich Ihnen wirklich ein Kompliment machen. Er ist also ein Beifall jetzt die Sache wert. Weil als Arzt ist er tatsächlich noch besser als Koch. Ja, Sie haben noch nicht gegessen. Na, ich esse auch nicht. So, aber schön, ganz schön. Oh. So, das, was da so dick, das sind die Kapern. Ja. Nun haben wir gedacht, wir servieren natürlich das Ganze auch. Wir könnten aus dem Publikum servieren, aber dann würden alle gerannt kommen. Das Essen gibt es nämlich nur auf Krankenschein. Aber das ist ein Angriff. Nein, pass auf. Wir haben gedacht, es gibt eine Frau in seinem Leben, wo er was gut zu machen hat. Er weiß es nicht. Wir haben Sie einfach eingeladen. Er ahnt es auch nicht. Ich erinnere ihn an die Sache mit den Schecks damals, wo wir gesagt haben, na, die hat vergessen, die einzulösen. Jetzt treibt er sie noch in die Arme dieses alten Rentners und sie wäre so gerne bei ihm geblieben. Nein, ist sie hier? Wir haben sie eingeladen. Käthi Karin Hart. Wo ist sie? Hier wird serviert. Hä? Er hat es nicht gewusst. Gehen wir, oder bleiben wir noch ein bisschen hier, essen wir nachher. Ich wollte sagen, ich habe so viele Jahre für ihn gekocht, heute hat er für mich. Aber wunderbar. Alles hat er ihr zu verdanken und jetzt lässt er sie gehen. Das bringt mich ja um. Er treibt sie in die Hände dieses nörgelnden Rentners und sie wäre so gern geblieben. Aber wir werden sie holen sie wieder. Wir verraten nichts weiter. Nein. Frau Hart ist ja eine Traumfrau, muss ich ehrlich sagen. Wenn man weiß, wie alt sie ist, ich meine, als Kavalier frage ich nicht, ich weiß es schon. Das macht mir nichts. Was, 75? 75 Jahre alt und sieht so aus. Sie ist ja ein echter Ufa-Star. Also Sie haben ja riesige Filme gemacht. Ja, ich habe viele Filme gemacht. Dann war ein bisschen Pause und auf einmal sind Sie wieder Deutschlands liebste Oma. Ist das schön, wenn man wieder plötzlich so gehoben wird? Es ist wunderschön. Also das war also das Wunder meines Alters, möchte ich sagen, diese Rolle. Von Alter ist ja keine Rede. Das ist doch. Ja. Und ich meine, ihr beide so, sie ummuttert ihn so, macht er denn viel Sorgen? Es geht ihm ja auch menschlich nahe. Ich meine, was so alles jetzt passiert, der ganze Ruhm, der ganze Stress, legen Sie manchmal die kühle Hand auf und sagen... So ist es. Auch manchmal die heiße. Die heiße Hand. Da wollen wir gar nicht weiterfragen. Das ist ein Traum. Stell mal vor, Mensch, Sascha Hehn wird blass jetzt. Gut, nein, okay. Ich bedanke mich bei euch. Wir gehen jetzt hier servieren. Herr Wussow, vielleicht machen Sie die Dame. Ich gehe zum Herrn. Und zwar muss ich selber. Heute ist sie unser Gast. So. Wir haben einen Star da, über den wir wirklich glücklich sind. Ich mache ja selten so große Worte. Frau, selbstverständlich. Ich komme rum. Dankeschön.